war ja auch jemand ganz anderes. Also bisher zwei Runden, 6 Sekunden, finde ich gut. Die Violine. Vielleicht. Scan Boarding Pass, Swipe Card. Chillig. Die kleine Sau. Ich laufe hier jetzt raus. Wente rein, töte ihn, wente wieder raus. Das ist der Play. Holla. Okay, wer ist die Person in Specimen? Ich bin gerade in der Dusche drin. Ich weiß nicht, ob ich da schon angezeigt werde bei Specimen. Da war niemand in Specimen auch. Wer wurde reported? Ich glaube, in der Dusche wirst du nicht angezeigt. Ich habe Bart gefunden in den Security. Ja, die wurden relativ hintereinander getötet. Und muss nicht heißen, dass es ein Double Kill war. Das letzte Mal habe ich das gesehen, aber das war vor Lights Out, war an der Lifeline. Wir waren zu viel gerade auf der linken Seite. Er war auch in Lab mit mir. Er hat sich mit Bell gescannt und ich bin runter ins Specimen. Hm. Bist du gerade ins Specimen, Brücki? Nee, ich bin gerade rausgekommen. Okay. Chantau, was hast du gemacht, nachdem du an mir vorbeigelaufen bist? Weil ich bin runtergelaufen Electrical und du bist mir gecrossed, halt Richtung Security. Und dann da stand Bart noch in den Camps drin, ich habe ihn auch noch lebend gesehen. Dann bin ich rechts raus, bin in Storage reingelaufen und dann habe ich oben Dropship gecheckt und dann ging tatsächlich schon wieder Lights Out. Hat jemand eine Ahnung, wo Flask war zuletzt? Ich habe in Lab gesagt, ja. Ach, Flask war Lab. Wie lange ist das her? In Lab, aber wann? Aber da könnte da eigentlich nicht liegen. Ich habe alles abgelaufen. Ich bin alles abgelaufen Mad eigentlich. Auch? Ich hätte Mad Beide gesehen. Schon. Also es könnte halt mit ganz geringer Chance sein, dass ich nicht weit genug drinne war, aber. Ding ist, ich weiß nicht, wie lange Specimen angezeigt wird. Also Brücki stand schon an der Tür unten. Ich war am Atmen, da war immer noch ein Punkt. Und ich habe einer der beiden Leichen gesucht. Wie viele Punkte wurden dir denn in Admin angezeigt? Weil ich glaube, wenn du unten in der Decon drin stehst. Habe ich nicht drauf geachtet. Martha, du warst doch am Anfang in Security mit Bart zusammen. Ja, da war noch am Bist Leben. Bist du dann sofort gegangen? Oder ich bin runtergelaufen, habe schon Tau gecrossed und der ist links nach Camps reingelaufen und hat nochmal gecheckt, ob er im Leben ist. Und da war Bart hat noch gelebt. Ja. Da war ich aber schon längst unten in, Communication. Stimmt. Okay. Wer hat Lights gefixt jetzt gerade? Chantau und ich. Und ich bin dann halt wieder von rechts reingelaufen, nachdem ich Communications war. Wenn Panda aber keine Scheiße erzählt, haben wir doch schon 15-50 zwischen mir und Shorty, oder nicht? Ich glaube, es ist sogar 100-0, weil ich auch gerade Admin stand und da war jemand in Specimen und du hast gesagt, da steht keiner. Ich kann noch eine Sache kurz sagen. Ich war mit Brücki bei O2, da ging das Licht aus, ich bin vorhin losgelaufen, aber am Ende war vor mir beim Electrical und dachte so, hä? Und Shorty ich muss kam ihn doch eigentlich sehen in meiner Range. Also für mich, Brücki fährt, Shorty kam nämlich gerade entgegen, als ich in Lab raus bin. Chantau, was sagst du denn dazu, dass Brücki deine Imposter-Mate ist? Ich habe alles abgesucht, weil ich dachte, du hättest jemanden getötet. Nee, ich bin cool. Da muss Brücki Vlesk in Specimen gekillt haben und hat gerade gelogen mit dem Admin-Pult. Romatra Basov war auch noch von uns leider links, ne? Basov war auch noch links. Du warst nicht am Edmund Pool? Nee, okay, geil. Basov habe ich nicht gekrockt. Wir sind doch gerade in. Also. Der Kill war mega, 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 mega smooth. Holy shit! Den Kill auf Bart habe ich gut gemacht. Ich denke, wir müssen jetzt zwei Leute töten. Ah, ich bin tot. Du bist so ein Bastard, Brücki. Damit das noch winnable ist. Mann, warum? Ey, votet ihn bitte. Wehe. Die voten den nicht. Microphone activated. Kutscher wollte gerade noch irgendwas sagen, von wegen, dass Brücki nicht in Admin dran war, ne? Eigentlich. Hat er gesagt, ja.
Ich würde gerne wissen, wo Juli hingelaufen ist gerade, nachdem aber sie Lights gefixt hat. Entgegen. Also er kann hey, können wir über den Kill jetzt reden? Ich bin Lifeline gegangen und habe dann gesehen, dass Kusha tot ist. Aha, und wie bist du Lifeline gelaufen? Bist du unter Storage lang gegangen oder bist du über Storage lang gegangen? Unter. Unter Storage liegt Kutscher. Dann ist das direkt nach mir passiert. Ricky war auch da in der Nähe. Ich bin nicht unter Storage gelaufen, sondern den Weg zurück. Yeet. Danke für den Tutorial. Also ich war Imposter gar nicht. Time ist Prime Time. Ricky, wo bist du denn hingelaufen? Als das Licht ausging, habe ich noch dich noch gesehen, wie du unter dem Lab-Eingang standst. Ich weiß nicht, ob es unlucky war, dass du dachtest, ich habe dich vielleicht nicht mehr gesehen. Ricky ist jetzt gerade übrigens neben mir im Office. Ja, ich bin gerade neben Juli. Das Licht ging noch aus und ich bin zum Lichtfixen gegangen. Von rechts kam ich rein. Aber das wundert mich, weil als das Licht ausging, standst du direkt neben mir, Ricky, und ich habe das Licht alleine angemacht. Nein, von Chantal von der vorigen Runde und Juli jetzt. Weil gerade sagst du noch, sie ist unter Storage entlang gelaufen. Und jetzt sagt sie, ist nicht. Ich habe auf die Map geguckt. Du hast gerade eine Möglichkeit aus zwei gegeben. Bist du über oder unter gelaufen? Dachte genau. Ich, okay, eher unter. Aber habe ich noch auf die Map geguckt und dann nochmal den Weg genau gesehen. Okay, also du bist links in Admin. Du bist links in Admin reingelaufen. Ja, dann hast du den Kill nicht gesehen. Aber wenn du sagst, du bist unter Storage, hättest du den Kill sehen müssen. Ja, ich war nicht unter Storage. Ich habe nur auf die Map geguckt. Du hast mir nur zwei Wahlmöglichkeiten gelassen. Warum bist du beim Light nicht angekommen, wenn du da hingelaufen bist, um das zu fixen? Shorty hat das nämlich gefixt. Ja, aber ich bin angekommen. Nee. Aber ich habe dich nicht gesehen beim Licht. Du kamst relativ late, da waren wir schon fertig. Wir haben unsere Costa-Bar so. Achso, ja, natürlich. Brücki stand auf jeden Fall links oben. Mit Romatra? Ich habe ihn gesehen, ja. Aber ich bin auch mit Juli halt nach links oben gelaufen. Und Juli ist dann halt abgehauen. Und dann ist. Ja, aber das Licht ging halt wieder an. Also von dem her. Ja, genau, das genau. Gefixt. Und ich wollte halt noch schauen, ob da vielleicht eine Leiche liegt. Da habe ich dann Brücki, so. Baso und Shorty gesehen. Mhm. Und du bist halt rechts weggelaufen. Und da, wo du rechts weggelaufen bist, ist jetzt die Leiche. So weit rechts war ich nicht. Ich meine, so Brücki könnte es auch gesehen sein. Ich glaube, Shorty will mich hier mehr Sass machen als Also Phil ist jetzt tot, hat eben Brücki gesasst. Und Brücki stand direkt neben mir, als das Licht ausging. Aber Kutscher hat, glaube ich, einen Fehler gemacht. Der dachte, und Brücki ist am Anfang eventuell gewendet. Aber Panda, ich bin bei Admin gewesen. So. Kutscher hat einfach nur mal. Juli, der Bartkill, Juli, der Bartkill. Der war ja oben in Camps. Könnte Brücki von O2 nach oben wenden und Bart killen in Camps und dann mit Licht zeigen? Ich glaube actually nicht, dass es Brücki ist. Es ist, also ich bin zu sein. Brücki ist so hart Sass. Warum wollte ich dir eigentlich gerade Brücki raushauen? Zeitlich nicht. Ja, weil er immer noch übelst Sass ist wegen dem ersten Kill mit Shorty zusammen. Mikrofon muted. Ah, ich hätte töten sollen. Ich hätte mal so töten Lab sollen. Lab, oder? In Security jetzt, wahrscheinlich. Also jetzt sind Brücki und Romatra halt Gigasas. Chantau liegt im Security und bevor das Licht ausgegangen ist, waren da Brücki und Romatra noch. Mit Romatra bin ich nach unten zu O2 gelaufen und wo Brücki lang gelaufen ist, weiß ich nicht. Also Chantau habe ich nicht getötet. Das kann ich, also wenn du mich sagst, also ist das dumm. Ja, also es ist wirklich dumm, wenn du mich das sagst. Aber ich glaube, das war Brücki da einfach. Weil ich stand mit dir unten an dem Auffüllen von dem. Naja, aber ich bin alleine runtergegangen und danach bist du erst gekommen. Aber ich glaube, es wäre super dumm, da einen Kill zu machen und dann zu mir da runterzukommen, Romatra. Diese Erdlöcher sind einfach so eng teilweise, ne? Das ist so krass. Alles okay, oder? Bist du ich hab's nicht gemacht. Baso, du freches Ferkel! Okay, ja, ich glaube, ich war das, ja. Ist recht. Nee, Brücki ist es. Ein Brücki ist es wahrscheinlich auch. Jo. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass Romatra auch ist. Romatra hat eben versucht, das die ganze Zeit auf Juli zu schießen. Obwohl ich meinte, Brücki stand, als Light ausging, die Runde davor, direkt neben mir und er kam einfach, keine Ahnung, 10 Sekunden später an beim Licht oder so. Ja, das habe ich ja nicht gesehen. Schaut, dass du schon wieder so eine Runde probierst, aber ja. Hast du Flask in Specimen versteckt, Brücki, du Schwein? Nee. Ich? Ich hätte Baso da töten sollen. Fuck. Ich hätte da Baso töten müssen. Gut, hab ich gesasst, aber Flask hab ich nicht gemacht. Mikrofon activated. Mikrofon muted. Es ist nochmal ein Erdloch-Kill. Was soll ich sagen? Dass sie hier Imposter sein kann. Außer, dass ich hier einen Erdloch-Kill machen muss. Okay, das ist Romatra. Ich so 10 Minuten Monolog, warum es Romatra nicht sein kann. Werde von Romatra weggemacht. Okay, ja. Ist okay, den nehme ich. Den akzeptiere ich. Man muss sich ganz schnell nach oben erdlochen.
Ich bin ein Specimen. Oh nein, hallo. Baso. Du bist nicht ein Specimen, ich bin gerade ein Specimen. Bist du nicht? Danke, was? Du natürlich bin ich gerade ein Specimen. Wo bist du, welchen Weg bist du gegangen? Ich bin gerade über Lab nach Specimen runtergelaufen. Okay, doch, das kann sein, weil ich gerade im Dekommunitation schon bin. What the fuck? Holy shit, Panda. Okay. Baso liegt Security und ich weiß, dass Panda das nicht sein kann in meinen Augen, weil ich bin von Lab gekommen, bin direkt zu Vitals gelaufen. Ich habe Panda gesehen, wie er zu Specimen runtergelaufen ist. Schon will mich eh rauswerfen, das ist das Problem. Ist jetzt für mich halt eher ein Ding zwischen Juli und Romatra, wobei Romatra halt vorher schon eher sus war. Aber ihr könnt, ich weiß nicht, wo ich sus war. Nee, also Juli war sus. Romatra verstehe ich nicht. Juli gesusst. Und das ist ja, aber doch mit gutem Grund, hä? Naja. Okay. What the fuck? Geht. Übrigens, sie läuft unter Storage und läuft dann nicht unter Storage? Du hast mir nur zwei Wahlmöglichkeiten, über oder unter. Das ja, und dann hättest du sagen können, nein, dann ist sagen, nein, ich bin weder... Ich habe nochmal auf die Map geguckt und es nochmal verbessert. Ja gut, ist halt komisch. Wenn, okay, so, das ist mir nicht sicher genug, ich skip einfach. Dass du das da... Ich will nur kurz anmerken. Mit Baso, also, ja, wir waren mit Baso... Weil genau. Die waren gerade zusammen bei Electro, haben es gefixt und dann haben sich die Wege getrennt. Richtig. Wo bist du denn danach hingegangen? Weil ich war runter. Bei Storage, hab dann diese Benzinkanister aufgefüllt, war dann oben und war jetzt direkt beim linken Reaktor. Als der anging. Und Baso liegt in Security. Wer hat denn die Reaktoren gefixt? Niemand. Ich war beim linken und beim rechten war noch keiner. Dann wurde die Leiche schon geportet. So, ja, ich wusste, wie gesagt, dass die wahrscheinlich Richtung Security lag. Deswegen bin ich einfach straight hingelaufen. Actually, ja, du warst am linken, Auge. Ja? Hast ja, du ich war am linken. Ja, ich hab gedrückt. Ja, okay. Ich kam gerade an, hab gedrückt. Hm. Ob ich eins von zwei gesehen? Ich weiß es nicht. War nicht drauf geachtet. Aber muss halt auch früher passiert sein, ne? Also muss früher passiert sein. Ich weiß nur, wem ich vertrauen kann. Ich weiß nicht. Ja, nee, ist mir zu risky. Also für mich ist es Juli. Ich würde tendenziell sagen, dass Panda für den Kill nicht in Frage kommt. Nee, Shorty ist 100% safe. Vor allen Dingen habe ich Brücke nicht verkauft. Shorty. Achso, du... Oh ja, da, oh mein Gott, nein. Nein, ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Mit chillen Lifeline. Töten an Lifeline. Machen Lichter aus. Sabotieren alles und killen zwei Leute. Wir können in einer Runde zwei Leute killen, das geht in 30 Sekunden. Fuck, was ist das? Wie laufen die denn komisch? Na, das verstehe ich nicht. Oh mein Gott. Also wie Shorty da gerade gelaufen ist. Ich muss ein Lifeline töten, damit die nicht sehen, dass wer tot ist. Und dann muss ich Licht ausmachen. Okay, wer hat gerade das Licht gefixt? Wahrscheinlich Shorty, oder? Ich war auch da. Ja, aber Romatra kam später. Okay, also ich habe die Leiche an Lifelines gefunden. Ja, das ist ein Self-Report. Warum solltest du zu Lifeline gehen, wenn Lichter aus sind? Weil ich hab gedacht, du bist Imposter, du tötest Shorty, weil die war da um den Button rum. Da dachte ich, du willst ablenken und dir Zeit erkaufen für den Kill-Cooldown. Und deswegen Welchen Button rum? Ich weiß nicht, was du meinst. Sie war gerade beim Emergency-Button. Also als ich sie gecrossed habe, wart ihr beide in der Nähe. Dachte, ja, ich dachte tatsächlich, Juli ist tot. Deswegen, ich hätte fast gedrückt, aber dann kamst du aus der Ecke raus. Ah, okay. was soll ich sagen? Ist natürlich jetzt auch verdammt clever, dass ihr hier Panda mit rausnimmt, aber... Bin ich gar nicht so schlau. Ich glaube, der einzige Grund, weswegen ich wahrscheinlich... Na gut, Panda könnte auch... Du könntest Panda auch getötet haben, weil du jetzt... weil Panda dich noch gesusst hat, Shorty. Wegen, hat er nicht. Doch, hat er. Du schiebst jetzt auf Shorty? Ja, Panda hat noch gemeint, dass Shorty Brücki verkauft hat.
Nein, ich habe gesagt, ich habe Brücki nicht verkauft, weil ich ihn nicht verkauft habe. Ja, und dann hat Panda gesagt, das hättest du nicht sagen sollen. Ja, okay, Robert, sorry also, für deinen Namen. Mein Boot ist schon rausgegangen. Ich bin ja definitiv gewillt, dich da ohne Probleme rauszuwerfen. Ich glaube, du bist es auch. Schön gemacht. Guck, spielst du den? Nettes Schmutz. Oh. Okay. Ich hasse dich. Nicht gelaufen wärst, Alter, ich bin so gerannt. Das war der richtige Move. Brücki, läuft mir einfach hinterher, wieso weiß ich nicht. Da geht das Licht aus, ich krieg richtig Angst, dachte, ich hab ihn vielleicht abgehängt. Da geht genau vor mir die Tür zu und ich wusste, mein Schicksal hat geschlagen. Oh no. Boah. Der verlabert sich da achtmal. Ich bin Admin, da ist niemand drin. Ich bin nicht Admin. Ja, und dann sag ich verdammt. Dann kannst du ja trotzdem nicht wissen, wenn du Admin gibst.